Willkommen zurück zu The Evil Within, Leute. Es ist schwer für mich. Ich versuche hier gerade mein Bestes irgendwie, dass wir, weiterhin viele Zombies töten, Sachen finden, vorankommen. Ich weiß nicht, ob es Sinn und Zweck ist, die alle zu töten oder ob wir einfach nur unentdeckt vorbeikommen wollen. Wir können hier Bärenfallen entschärfen, Munition uns klauen von denen, was natürlich gut ist von den Zombies. Also das alleine ist schon eigentlich Grund genug. Aber naja. Alles nicht so einfach hier. So, irgendwo da vorne steckt der andere. Da. Ist hier nicht irgendwo die Bärenfalle? Davor habe ich nämlich Schiss. Dass ich die mal wieder nicht sehe. Okay, da ist wieder so ein Ding. Kannst du das dann mal lösen? Okay. Ich ralz so langsam, dass die Dinger, die ich hier entschärfen kann, okay, da hat mich wohl einer jetzt gerade gehört und ist hier ein bisschen mehr hergekommen, dass ich die Dinger entschärfen kann. Wenn ich einfach durchlaufe, dann werde ich gekillt. So ein komisches Band war doch aber nicht drin, oder doch? Und ich habe es nur nicht gerallt. Weil eigentlich müsste man diese Bärenfallen ja hier auch schon längst sehen. Ja, erhol dich bitte. Und der andere soll sich da mal umdrehen. Sehr schön. Okay, da hinten ist auch noch einer. Ja, ich muss es irgendwie hinkriegen, die nacheinander zu töten. Was anderes bleibt uns nicht übrig und ich traue mich immer gar nicht. Geh mal einfach durch. Komm, wir versuchen es einfach mal. Genau. So. Der ist schon mal wieder hin. Einfach mal machen. Muni geklaut. Hier waren wir auch schon mal. So, und wenn ich jetzt da zu nah rangehe, dann befürchte ich, dass ich wieder gekillt werde. Ne? Kann ich das jetzt nicht entschärfen? Muss ich jetzt hier geduckt durchgehen oder kann ich das nicht entschärfen? Das kann auch gar nicht sein. Tja, anscheinend schon. Wie knüpfen wir uns den vor? Nö, du bemerkst mich nicht. Ich bin nur einer von den anderen. Den kriegen wir auch. Oh, ich wollte nur ein bisschen mal weggehen. Hat er nichts für uns? Nix. Okay. Da ist der andere. Hier bloß nicht aufstehen. Ich bin halt immer aufgestanden, weil ich dachte, das würde uns eher helfen. Ne? Ach, da sind wir jetzt wieder. Den kriegen wir doch auch gut hin. Ne? Ja. Vielleicht läufst du einfach mal weg. Sonst. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Der ist jetzt ordentlich sauer. Weiß der aber nicht mehr, wo wir sind. Nee, weiß er nicht. Hahaha. Ha, ha. Idiot, Idiot. Er soll sich mal beruhigen.
Oh, der ist aber ordentlich sauer. Den haben wir ordentlich sauer gemacht. Ich glaube, wir gehen einfach mal weg hier. Der weiß doch gar nicht mehr, wo wir sind und so. Und bevor wir jetzt hier alles kaputt machen, was ich bisher geschafft habe, das wäre ja schade. Da ist die Flasche. Okay. So, wir werfen die mal. Komm, beweg dich mal vom Fleck. Beweg dich mal irgendwo hin, wo wir dich kriegen können. Na, das ist blöd. Das ist blöd. Der andere ist immer noch so auf Aggro, ne? 180 oder so. Ja, ein bisschen beruhigt hat er sich. Jetzt steht er da hinten. Na, wenn das so ist, können wir ja nochmal unsere Runde hier nach links drehen. Und den sonst von hinten, killen. Oder so. Mach bloß diese blöde Bärenfalle weg, sonst tun wir uns wieder ordentlich weh. So. Ist da jetzt nicht auch der andere in der Nähe? Geh da mal durch. So, den einen haben wir doch hier getötet. Der müsste doch hier auch irgendwo hinten rum sein. Müssen wir den nicht hier irgendwie sehen können schon? Oh oh. Mag das nicht, wenn er mit seinen Flaschen hier voll das Geräusch macht. Wo ist er denn? Wenn der hier wenigstens mal rumkäme, dann würde man ihn besser sehen können. Okay, die haben wir auch deaktiviert. Oh, wo sind wir denn jetzt hier und wo soll ich hin? Selbst wenn wir die jetzt alle getötet haben, was dann? Ist hier irgendwas eigentlich? Nee. Ich glaube, er will auf jeden Fall zu diesem Haus, wo er meinte, er fühlt sich da irgendwie magisch angezogen oder was. Ja. Ich gehe mal hier wieder den Weg, weil ich hier weiß, dass ich hier so ein bisschen sicher bin und erstmal irgendwie will ich wissen, wo wir ihn am besten von welcher Seite kriegen. Da ist eine Flasche, das ist gut, die nehmen wir mal mit. Und dann, lasst ihr euch mal blicken, Freunde? Ist der nicht hier direkt um die Ecke, der eine? Ja. Oh nö! Nö! Lass mich! Mm-mm. Du siehst mich nicht! Komm, bleib mal in den Fallen stecken!
mach mich noch fertig hier, den Typen. Sehr schön. So geht's auch. War zwar nicht Sinn der Sache, aber das letzte Mal hat er schön das Feuerzeug benutzt. Das wäre cool gewesen. Machen wir mal erstmal die Bärenfalle. Entschärfen die. Also die Bärenfallen können ja eigentlich in dem Sinne auch nützlich sein, ne? Aber ich will die jetzt hier nicht mitnehmen. Der hat doch den Schuss gehört. Da hinten ist er. Oh, dann gehe ich mal hier ein bisschen nach rechts. Da der jetzt nicht mehr hier ist. Huch, was war hier? Die Flasche. Okay, die können wir natürlich mitnehmen. Das ist ein gutes Ablenkungsmanöver. Was haben wir hier noch? Hier ist noch irgendwas. Achso, ich kann hier unter das Bett. Ach, das hätten wir auch machen können wieder. Ah, okay. Ja, gut. Hat er die Flasche jetzt losgelassen? Ja. Nehmen wir mal besser mit. Ich finde hier aber auch nichts Gesundheitsmäßiges gerade. Ist auch schade. Hier ist noch was. Ist aber voll. Müssen wir das erstmal wieder in dieses Krankenhaus bringen? Zu dem Stuhl? Wahrscheinlich, ne? Wo bist du? Da hinten ist er. Okay. Bin ich hier schon gewesen? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Dieser Ecke. Ja, wo geht's aber weiter? Wo geht's weiter? Ich glaube, ich komme nur da hinten rum raus, was blöd ist, weil ich will ihm nicht ins Messer laufen. Was aber toll ist, ist, dass wir, selbst wenn wir entdeckt wurden, es bisher doch noch geschafft haben. Also so ganz zu Ende ist es dann auch nicht immer. Ja. Ich drehe gerade so ein bisschen... Bin ich in eine Bärenfalle gedreht? Nein. Ich glaube, das hätte ich bemerkt. Können wir nicht... Müssten wir ihn von hier nicht sehen? Wo ist er denn? Da ist er. Von hier ist gar nicht so schlecht. Das war ein bisschen seitlich, aber... Wir müssen ein bisschen näher an ihn ran. Sonst werden wir noch entdeckt. Das wäre fatal. Eigentlich ja so mehr, genau. Genauso hinter ihn wäre gut, dann können wir von rechts an ihn ran. Du sollst hinter dich. Genau. Und da haben wir ihn. Yeah! Das war doch gut. Gleich nochmal ein bisschen Muni. Jetzt können wir auch in das Haus. Oh, was haben wir hier noch? Noch eine Flasche. Nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Ah, schön. Feuerzeug, wichtig. Muni. Sehr schön. Das findet man also, wenn man ihn hier platt kriegt. Oh, den sollten wir vielleicht auch mal anzünden, hier den Typen. Sonst steht er wieder auf wahrscheinlich. Und dann können wir jetzt hier weiter. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen, was man kriegen konnte. Ich behalte die Flasche aber in der Hand. Oh, oh. Da sind noch mehr. Du hast mich nicht gesehen. Nein, nein, nein.
Wobei es gar nicht schlecht wäre, wenn er da hinlaufen würde, aber das kriegen wir vielleicht ja noch besser hin. Ein bisschen schleichen, schleichen, schön da an ihn ran. Wenn er sich... Am besten, er kommt jetzt nicht zu uns, sondern in die andere Richtung. Aber er kommt zu uns. Oder wie? Nö. Warte, wir machen das mal ganz, ganz gemein. So. Weg mit dir. Haha. Hätte ich vorher noch Streichholz von ihm nehmen können? Ich weiß es nicht, weil es wurde mir angezeigt. Nee, ich kann sie immer noch nehmen, tatsächlich. Okay. Achso, das ist die Fackel. Nee, ich will die Flasche. Die Flasche finde ich viel cooler. Mit Fackel lenken wir nur Aufmerksamkeit auf uns. Das will ich gar nicht. Kann ich hier irgendwie oben hin? Nein. Da können wir hin. Das grüne Zeug nehme ich mit. Die Moni selbstverständlich auch. Und dann verstecke ich mich mal. Nicht, dass jetzt hier einer kommt. Huhu. Ne, geh mal raus. Was soll das, ne? Verstecken, ich bitte euch. Kannst du mal eine Flasche wieder mitnehmen? Ich habe zwar einen gehört, aber irgendwie... Schade, ich habe keinen... Können wir hier was mitnehmen? Was lesen? Gar nichts? Okay. Das ist blöd hier. Ich bleib unten. Sonst werden wir in Stücke zerrissen und das ist nicht so geil. Ich höre nichts und ich sehe gerade nichts. Ich bin froh, wenn ich nichts höre und so. Kannst du das nehmen? Kartenfragment. Okay, cool. Aber wo ist der andere Zombie hin? Wo ist er hin? Da ist ein Schrank. Da kann man sich verstecken. Es sieht aus, als ob wir uns verstecken sollen noch vor irgendwas, was ich gruselig finde. So ganz ruhig bleiben hier, ne? Ganz ruhig. Und das bitte nicht hektisch. Wir wissen nicht, was hier noch ist. Oder ist das einfach nur die Vorderseite, wo wir gerade... Ja, okay, wir sind einfach nur durch die Tür gegangen. Aber welchen Zombie habe ich denn dann gehört? Ja, tret einfach ein. Gute Idee. Kann man ja mal machen. Es ist doch alles dann... Huch. War da noch was? Ja, tatsächlich. Wie komme ich da hin? Wie komme ich in diesen Raum? Hä? Kannst du das nicht mal irgendwie... Ah, jetzt. So können wir es entschärfen. Wir müssen immer an dieses Ding da rankommen. Ich möchte gerne da irgendwie hin. Auf die andere Seite. In dieses kleine Zimmer... Da würde ich gerne rein. Ja, ich finde es viel schöner, wenn er das langsam aufmacht. Und nicht wie so ein Irrer. Das aufstößt. Wie kommt man aber hier hin? Kannst du das nicht eintreten einfach? Ja, kannst du, ne? Wieso?
Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lauf. Nein. Ist der Zombie jetzt hinter uns her? Ich bin ganz weit weggelaufen. Wie gemein, dass da einer war, aber vor dem kann man sich dann wahrscheinlich auch verstecken und den kann man dann umbringen. Ich bin einfach mal weggelaufen. Voll gemein. Er müsste doch aber eigentlich auch rausgekommen sein jetzt. Wo bist du? Wenn ich dich von weitem sehen kann, das ist viel besser. Dann kann ich die Lage besser einschätzen. Hm? Na gut. Mit der Flasche noch in der Hand. Das könnte doch was werden. Ich weiß aber auch überhaupt nicht, wo wir jetzt am besten hingehen. Vielleicht da, wo die Laterne ist. Müssen wir da nochmal hin? Kommen wir nicht von da? Da ist schon wieder ein Tor. Sind wir da nicht durchgekommen? Ich glaube, da kommen wir her. Wie unglaublich lang das braucht, bis man von diesem einen Tor zum nächsten Dings kommt. Okay, wenn man so spielt wie ich wahrscheinlich schon, aber... Ne? Immerhin. Nicht gestorben. Noch nicht. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Ich laufe mal noch ein Stück hier. Boah, ich will den blöden Zombie sehen, hören, irgendwie was. Am besten nicht, dass er uns verfolgt. Jetzt bin ich hier schon wieder, ey. Oh, da ist aber noch was Grünes. Da habe ich was übersehen. Das ist gut. Das komische Zeug. Für den komischen Stuhl. So Orientierung und so wäre toll. Kann man das hier drehen zufällig? Ja. Nein. Ja, das ist schön, dass ich jetzt sterbe. Das ist schön, das ist nett. Keine Ahnung, was man da machen muss. Ich dachte, ich soll jetzt ganz schnell drücken und drehen und dann schafft man es noch. Nett. Vielleicht kann man die ja... Oh nö, jetzt muss ich alles nochmal machen. Ernsthaft? Oh nee, das erspare ich euch dann aber. Und wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within und dann bin ich wieder an diesem Drehkreuz-Dings. Und vielleicht sollte man die ja vorher verbrennen. Das wäre ja nicht schlecht. Ist aber sehr gemein gemacht. Wir sehen uns. Bis dann.